Wir sind hier vor der Büste von Albin Eckerliens auf dem Eckerliensplatz. Wissen Sie, wo sein Geburtshaus steht? Oder zum Beispiel, was ein Bickeballer ist und wo die Mehlstraße in Osttirol verlaufen ist? Solche und andere Fragen haben mich neugierig gemacht und so ist nach und nach mein Osttirol-Spiel entstanden. Mein Name ist Gertrud Meyer und so nimmt sie Fräulein Meyer mit auf eine Reise durch Osttirol. Es gibt ein Spielfeld. Inmitten dieses Spielfelds ist eine stilisierte Landkarte von Osttirol. Es gibt Würfel, es gibt Spielfiguren, 442 Quizkärtchen und 66 Aktionskärtchen. Mir war aber von vornherein klar, dass ich nicht nur Einheimische, sondern eben auch Zugewanderte und Touristen für Osttirol begeistern wollte. So musste ich Fragen finden, die auch für Nicht-Osttiroler leicht zu beantworten sind. Ich habe einige Quizkärtchen mit Zusatzfragen bestückt. Diese Zusatzfragen, ich nenne sie eben Weltbürgerinnenfragen, hängen aber sehr eng mit der Regionalfrage zusammen. Also Regionalität steht im Vordergrund. Dann gibt es noch topografische Fragen. Die topografischen Fragen sollen Bewegung ins Spiel bringen. Dann gibt es Aktionskarten. Die Aktionskarten beziehen sich ganz konkret auf Informationen aus den Gemeinden. Sie bedeuten keineswegs einen Frage-Antwort-Stress, sondern sind einfach Glückssache. Bei der Erstellung der Karten haben mir Silvia Zlöbel und Johanna Piedner sehr geholfen. Die grafische Darstellung hat Nina Grumig von der Firma Aberjung übernommen. Osttirol hat so viel zu bieten. Eine wunderbare Landschaft, eine lange Geschichte, die sich in Kunst und Kultur widerspiegelt, eine variantenreiche Sprache und kluge, kreative Köpfe. Und so würde es mich freuen, wenn dieses Regionalspiel für Weltbürgerinnen über Osttirol hinaus bekannt werden würde und vielleicht auch Nachahmer findet.